Das Ding ist, Freunde, ich zocke hier heute den Falafel-Simulator. Hat man fast an der Musik erkannt, oder? Wir drücken auf neues Spiel, es geht direkt los. Abfahrt. Wo ist die Musik hin? Gar nichts? Einfach gar nichts? Ja, Freunde, herzlich willkommen zum Falafel-Simulator. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, wo wir uns heute hier wieder reingehangelt haben. Ach Mensch, schau. Sind wir irgendwo in China? Ach, guck hier unten. Das sieht doch chinesisch aus. Ja, ja. Doch, doch. Das hier ist mein wunderschönes Schlafzimmer. Wir haben eine Deckenlampe. Wir haben einen wunderschönen gelben Schrank, den kein Mensch so jemals in sein Zimmer stellen würde. Auch diese schöne Raufasertapete. Ich kann nicht mehr. Ich bin ja auch ein Pflanzendaddy, ne? Mein ganzes Zuhause ist wirklich voll mit Pflanzen. Ich verarsche euch nicht. Alter, ich sehe sogar meinen Körper. Wie cool. Ja, gehen wir mal auf die Straße. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Sönke. Wie kann ich Ihnen helfen? Junge, was hat der für... Alter. Junge, der ist ja übel am Glänzen. Der kommt gerade frisch aus dem Berg rein. Jetzt müssen wir nur noch unseren Falafelladen finden. Oh, hier ist er. Das ist mein Falafelladen. F für Interact. Ach, wie schön. Press Q to customize your shop. Das kriegen wir hin. Also noch scheint hier nichts zu stehen. Wir sind anscheinend gerade erst angekommen. Ne? Unsere Geschichte geht erst los. Ich frage mich, wie viel so ein Tisch kostet mit Stühlen. Das hat uns nichts gekostet? Kann ich Ihnen helfen? Junge, was will er denn von mir? Die ungesicherte Ladung hier einfach so drauf zu lassen, ist schon sehr gefährlich. Take the Falafel Mixture and add it to the fryer. Ah. Oh. Ich hab fast gekotzt. Also for real. Komm, den machen wir mal hier hin. Schön. Ein Working Table. Pass auf, den machen wir einfach mal hier hin. Schön. Kann ich Ihnen helfen? Ach so. Okay, das packe ich jetzt hier hin. Ja, der Dude, der kriegt jetzt erstmal keinen Falafel. Ja, ja, aber ich weiß doch gar nicht, wie ich Falafel mache. Hallo. Also das Spiel schafft es auch, mir so wenig Informationen wie möglich zu geben. Warte mal, warte mal. Falafel Mixture. Wann weiß ich, dass die fertig sind? Wann weiß ich, dass die fertig sind? Entschuldigen Sie. Es ist mein erster Tag. Ach du Scheiße. Oh Gott. Soll ich jetzt einfach warten, bis die fertig sind? Mein Herr, hier? take hier? Ha! Nee. ich dachte, ich hätte es geschafft, ihm das Falafel zu verkaufen. Jetzt nimm das scheiß Falafel, verdammte Scheiße. Hallo? Hallo, hier? Willst du mich verdammt nochmal verarschen? Hä? Okay, versuchen wir es hier vorne. Warte, confirm. Ha! Es hat geklappt. Nächster Tisch. Stell dir mal vor, du kommst in ein Falafel-Restaurant und dann der Kellner so neben dir. Fuck! Hier gibt es irgendwo einen Furniture-Laden, habe ich gerade gelesen. Jetzt ist hier ein Dude, der wirklich Falafel möchte. Weißt du was? Du kriegst von mir diesen ekligen, kalten... Ciao, Drecksteller. Aber wo ist denn jetzt der Furniture-Shop? Bitteschön. Furniture Shop. Literally in der letzten Straße ganz hinten, die ich checke. Ich kacke. Alter, Frieden zwischen den Welten, mein Kind. Customers Table. 150? Gut, dann arbeite ich jetzt einfach die Kunden ab. Was soll ich machen? Ja, also ich erkläre Ihnen, wie es ist. Also alleine so ein Falafel-Restaurant zu führen, ist wirklich nicht einfach. Ich muss halt den Falafel machen. Ich muss den Falafel anrichten. Falafel auf ihr Tablett machen. Dann muss ich alles geben. Oh shit, der braucht gleich dringend seinen Falafel. Ah! Gibt es irgendeine Art von Leben in euch? Ja, und jetzt sind sie weg und hier ist überall Müll, Alter. Ach, jetzt habe ich hier einen Müllbeutel. Und den packe ich jetzt hier hin.
Danke, Freunde. Pass auf, William. Ich möchte ein bisschen Qualität in meinen Laden bringen. Ich möchte ein bisschen, dass Leute kommen, dass sie das aufnehmen, dass sie den neuen Laden im Dorf. Und ich glaube, das schaffe ich durch Salat und durch Hummus. Hier. Oh, shit. Oh, fuck. E war das Grab. Schade. Nächste. Hummus? Hä, das ist ja das erste Mal, dass sie jetzt hier Hummus haben wollen. Voll geil, 95, let's fucking go. Wollen die jetzt auch meinen Hummus? Schön. Aber natürlich hauptsächlich Falafel, was auch sonst. Ey, wir sind ganz, ganz, ganz kurz vor den 150 Dollar für den nächsten Tisch. Und dann, Freunde, dann wird verkauft. Skyrocket. In den Himmel. No electricity? Pay the bill? Junge, was laberst du? Ah! Was ist passiert? Okay, wir holen uns kurz den Tisch. 42 Dollar? Ich bin im Minus. 42 Dollar für eine scheiß Stromrechnung. Ich brauche neuen Falafelmus. Ich hole ganz kurz Falafelteig. 100! 100 Dollar? Ich habe gar nicht das Geld für neue Falafelmasse. Ich kann es nicht kaufen. Ich habe kein Falafelzeug mehr. Entweder ihr fresst jetzt meinen Salat oder ich kack euch auf den Teller. Ich gehe schlafen. Vielleicht habe ich ja morgen Geld. Dann morgen. Nee, ich habe immer noch 7 Dollar. Hat irgendjemand von Ihnen zufällig eine Falafelmasse? Ich muss hoffen, dass die keinen Falafel wollen. In einem Falafelladen. Ich hoffe wirklich, jetzt kommt jemand rein und sagt, hey, ich möchte keinen Falafel. Jetzt kann ich das nicht mal überspringen, weil ich mir das erstmal durchlesen muss hier. Ja, ist okay, ich hab's verstanden. Ich hab doch eben auch schon euer Spiel gespielt hier. Ja, entspann dich. Ich weiß, wie es funktioniert. Katsching. Jeder kriegt Falafel hier in diesem Laden. Pass auf. 3, 2, 1. Falafel. Hummus. Er will Hummus. Er will nicht nur mein Falafel. Er will den Hummus in seinem Mund. Hier. Mit mein Tablett. Mit Falafel und einer Schicht tellerförmigen Hummus. Falafel, ja! Falafel, nimm hin und weiche. Hummus! Reibe dich mit dem Hummus. Verbünde dich mit dem Hummus. Lass uns gehen. Ja. Der Hummus und ich sind eins. Nimm den Hummus. Verleibe den Hummus in dein System ein. Ah ja, ich muss den Müll wegbringen. So, haben wir uns um den Müll gekümmert. Atme Hummus. Lebe Hummus. Fühle Hummus. Hier, meine Kinder des Ostens. So reichert euch und euer Fleisch am Hummus meines Landes. Ein weiterer Bottich. Leckeren. Glitschigen und massenhaft sättigenden Hummus. Der Hummus, die Hummus, er, sie, es Hummus, wir Hummus, sie Hummus. Leck den Hummus, kuschel mit dem Hummus, lass ihn dir schmecken, den Hummus. So, Müll. Einmal Hummus! Und einmal Falafel. Aufs Haus. Nicht wirklich, aber so ein bisschen. Dann würde ich sagen, wir schließen jetzt erstmal unseren Laden. Ich freue mich, hier morgen wieder reinzukommen. Ja, du brauchst mir gar nicht helfen. Ich hatte gerade einen wirklich schlimmen Verkehrsunfall direkt vor deinen Augen. Aber gut, musst du wissen, Bro. Leute, heute war ein wirklich angenehmer Tag. Wir haben 95 Dollar zu unserem Namen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, Sterzig zockt Spiele. Und erinnert euch immer an einer Sache. Esst euren verdammt verfluchten Hummus!